Sie sind hier, 7. Dezember 2018, 13.58 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Hagenstamm übernahm 2017 DK Sekunden DSV Team erneut Urheberrecht Getty Images der DSV bindet Wasserball Bundestrainer Hagenstamm. Die Wasserball-Legende hatte die DSV-Auswahl 2017 übernommen. Bereits zuvor war er als Bundestrainer tätig. Hagenstamm bleibt bis zu den Olympischen Spielen 2020 Wasserball-Bundestrainer. Das gab der Deutsche Schwimmverband am Freitag bekannt. Wir haben den Vertrag für weitere 2 Jahre verlängert und alle Maßnahmen und Ressourcen gemeinsam miteinander so ausgerichtet, dass eine bestmögliche Vorbereitung des Teams auf die Spiele in Japan möglich ist, sagte der DSV-Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen. Die Wasserball-Legende Stamm, als Spieler Olympiadritter und 2-mal Europameister, hatte die Nationalmannschaft bereits von 2000 bis 2012 betreut. Stamm führte das DSV-Team zur WM 2019 im Januar 2017, als das DSV-Team nach 2 verpassten Olympiaturnieren in der Versenkung zu verschwinden drohte, übernahm er wieder, zunächst wegen finanzieller Probleme auf einer halben Stelle. Beim Weltcup in Berlin führte er die deutschen Wasserballer zur WM 2019 in Südkorea. Jetzt wurden seine Bezüge verbessert. Wir freuen uns sehr, dass der Deutsche Olympische Sportbund unseren konzeptionellen und strukturellen Überlegungen gefolgt ist, sagte Kurschilgen. Sport 1 zeigt die Wasserball-CL-Highlights am Samstag ab 18 Uhr im Free-TV und im Stream von Sportinformationsdienst.